Welt, die zum Teil verloren ist, oder die alte Welt, die nicht so sichtbar ist und doch zu uns wieder so nahe kommt. Und herzlich willkommen, Herr Professor Leszek Bondzik. Mit Professor Bondzik begrüße auch einen Mann, der ihn auch mit Klang begleitet, weil es auch nicht nur eine gewöhnliche Ausstellung ist der Bilder, sondern es ist eben immer ein Theater. Und die Musik in dem Theater, was Herr Professor Bondzik danach sagen wird, die Musik spielt die eine von den wichtigsten Rollen. Also herzlich willkommen, Paweł Odorowicz. Das ist eine Bratsche, glaube ich, ja? Das ist eine Viola, eine Bratsche, ganz ungewöhnlich. Ich bin eine arbeitslose Bratschistin, habe ich das nicht erkannt. Nur am Klang. Nur am Klang. Meine Damen und Herren, bevor ich wirklich das Wort weiter an Herrn Professor Bondzik, der wirklich etwas zu sagen hat, weiter übergebe, möchte ich unter Ihnen, Sie sind herzlich willkommene Gäste. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Manche auch aus Ungarn, sogar nah von der Grenze und auch aus dem Ausland und aus, kann man sagen, nicht nur aus Wien, aus der Umgebung. Und ich begrüße auch, das ist was für mich eine große Freude, meine neue Kollegin Botschafterin von Lettland, also eine kleine Frau Guna Japina. Ja. Und unter uns ist auch unser Nachbarkollege, der Gesandte, Vizebotschafter bei der ständigen Vertretung, Herr Arkadiusz Michoński, und mit den kleinen Diplomaten, ja. Und ich wollte auch, ich weiß nicht, ob Gerti Tauchhammer bei uns ist, die ist noch nicht da, aber die hat sich angemeldet, jedenfalls hat sie ihren den Fotografen geschickt, aber ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, alle, die Medien, die Kultur, die Wissenschaft, die Medizin und Kirche und Verwaltung und das nicht, auch die Nachbarschaft vertreten. Herzlich willkommen und danke wirklich sehr für die Kooperation. Das werde ich danach danken, aber ich möchte vielleicht nicht danach, weil das zu eng, ich sage es jetzt, sonst wird es verpasst. Bevor Herr Professor zu uns spricht, möchte ich mich für zwei Menschen, die ganz spontan eingesprungen sind und uns unterstützen, nämlich Frau Liliana Niszewska als Schauspielerin und tolle Dolmetscherin, sie wird sozusagen die Stimme auf Deutsch Professor Bondzik sein. Danke, Liliana, dass du es machst. Danke für das Licht, für die Beleuchtung. Hätten wir gedacht, das wird ein bisschen zu dunkel. Professor Krzyszowiak, der das Ganze, diese Reflektoren und Lampen und so weiter hierher gebracht und auch eine Aufnahme macht. Herr Professor hier steht und danke auch für die Unterstützung. Und ich habe wirklich, nachdem Sie schon diese Zettel haben, nachdem Sie wirklich im Internet so viel über Professor Leszek Bondzik, sein künstlerisches Schaffen lesen können, es ist enorm, was dieser Mann in seinem Leben gemacht hat. Und er hat Polen auch in der Zeit, wo es wirklich, wir waren hinter eisernen Vorhang, in den schlimmsten Zeiten hat die Kunst, die polnische Kunst und das Künstlerische in die Welt gebracht. Also er war wirklich mit seiner Szenaplastischen Kur einmaliges Theater, also das Theater ohne Wort in die Welt gebracht und das polnische Kunst wirklich bekannt gemacht. Danke, Herr Professor, Sie haben das Wort und ich bitte Sie vielleicht, kommen Sie entweder unter die Schirme oder manche bitte Sie unter die Markise. Oder wenn es regnet, oder wir machen so, wenn es Ihnen zu kalt ist, wir gehen in den Raum, wo die Stühle... Bildhauerin Alina Schapotschnikow
auf die habe ich mich in einem der Werke auch gestützt. Może tylko tak lapidarnie, że u Bergmana w siedmiu pieczęci cały klimat filmu bardzo się, był mi bliski i dialog rycerza ze śmiercią. Natomiast w twórczości Żabocznikow zderzenie erotyzmu, erogenności, pięknego ciała, biologii, ciała, które nosiło równolegle, poza ekstazą i orgiastyczną sytuacją, nosiła w sobie nowotwór. I jakoś nie mogłem sobie wyobrazić, jak można taki dramat w sobie nosić i przeżywać obie sytuacje. To tylko tyle. Spektakl Ziemi, który stworzyłem, w którym krążyłem i byłem i w Estonii, i na Litwie, i też byliśmy, no, w Skandynawii odjechaliśmy, był bliski tam od Bioży, bo ona też miała wielu przyjaciół tam. Po prostu dał mi tą potrzebę, żeby także opuścić swoje widzenie teatru, a jakby poddać się temu, co przeżyłem w spotkaniu z tą rzeźbiarką i z tym reżyserem. Ganz lapidar gesagt, warum ich mich gerade auf diese beiden Künstler gestützt habe oder weil ich eine besondere Bindung ihnen gegenüber gespürt habe. Bei Bergmann, beim siebenten Siegel, hat mir einfach das Klima des ganzen Films sehr gut gefallen und vor allem auch der Dialog zwischen Ritter und Tod. Hingegen Arina Schabotschnikow war mir immer sehr nahe, denn das, was in ihren Werken auch sichtbar ist, diese Körperlichkeit, die Schönheit eines Körpers, der Sex eines Körpers, die Biologie eines Körpers, dass sie in ihren, all das, was sie in ihren Werken zutage gefördert hat und uns gezeigt hat. Und dann kam ich darauf, dass das alles auch verbunden war mit Tumor, mit einem Tumor. Ich habe mit Alina Schabotschnikow, haben wir Nordländer bereist, Norwegen, und deswegen wollte ich eben ein Werk schaffen, weil ich diese Nähe mit ihr und zu ihr gespürt habe. Proszę Państwa, myślałem, że skończę tym akcentem spalenia na sali, ale żeby tak troszkę ożywić tą sytuację, ale myślę, że tymi dwoma postaciami bym chciał powiedzieć, że one były najbliższe i gdzieś dalej w tym myśleniu ten teatr brnie i chciałbym dalej go jeszcze uprawiać. Oby jak najdłużej, czego sobie życzę, a jakbym miał szansę pojawienia się w teatrze Państwa, to byłoby to najlepszą dla mnie odpowiedzią, ale wszystko się zdarza. Także dziękuję bardzo. Jeżeli z czegoś by się mógł wytłumaczyć jeszcze, to służę sobie. Ich wollte an sich mit diesem Abbrennen des Saales beenden, meine Ausführungen hier. Aber jetzt möchte ich doch noch ganz kurz hinzufügen, dass diese zwei erwähnten Personen, Ingmar Bergmann und Alina Schabotschnikow, jene Personen sind, die mir immer am nächsten gestanden sind. Und ich habe auch das auf manche meiner Theateraufführungen und Produktionen übertragen. Ich hoffe, dass ich noch möglichst lange dieses Theater und diese Produktionen machen werde können und wenn ich vielleicht einmal ein Gastspiel hier in Wien mit diesem Theater machen kann, wäre ich sehr glücklich und jetzt danke ich Ihnen ganz herzlich. Brawo do Rumeczeli! Witam Sznielej, bo to jest zawód. Panie profesorze, tak. To jest po prostu wszystko dosłownie. Żadne słowo, żadna tak, myśl nie uciekła. Mimo, że pan nabierał tempa takiego, że jesteśmy zaawansowani, habe ich das gleich gesagt, also kein Wort ist wirklich in der Lautung. Und obwohl es immer schneller geredet wurde, also herzlichen Dank wirklich also für diese Einführung in das tolle Werk, also das vielfältige Werk. Vielen Dank, lieber Herr Professor. Und wenn mir die Worte gefallen haben, dann hoffe ich, halbwegs gerecht zu werden. Wenn jemand verabredet, bin ich ganz schön.
że mogłem sobie mówić jak chciałem. Nie krępując się, nie wyciszając, bo to trudno się tak kontrolować, jeżeli chciałbym się z czymś podzielić. Ale pani to świetnie Sie hat mir wirklich den Komfort gegeben, dass ich so reden wollte, wie ich, dass ich so reden konnte, wie ich reden wollte, wie mir der Schnabel gewachsen ist sozusagen. Weil es ist ja schwierig, sich dann wirklich bei einem jeden Wort, bei einem jeden Gedanken zu kontrollieren und jedes Wort dann aufzupassen, wann ich jetzt aufhören muss, weil jetzt muss ich dann. Also okay, danke. Danke, Dr. Mathilde. Danke. Also, wir haben eine schöne Einführung und ich möchte Sie versichern, diese Ausstellung bleibt länger. Das heißt, es ist wirklich, heute geht es, glaube ich, nicht so sehr, es anzuschauen, es ist beleuchtet, aber ich glaube, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie in den nächsten Wochen, wir haben es vereinbart, dass die Ausstellung wieder bleiben bis ca. Mitte Dezember hier. Bitte nach Vereinbarung per E-Mail oder vielleicht Frau Natalia Fischer ist hier oder noch quasi hier. Also nach der Vereinbarung dürfen Sie und Ihre Familie oder Freunde nochmal diese Ausstellung hier im Garten sehen. Und außerdem an dem Zaun, wir haben auch nur einige, vielleicht besprechen wir, ob wir die nächsten auch nach einer Spielzeit tauschen, weil es Professor Monjuk hat hier viel mehr Fotos, also Poster von den, also die plakatischen Poster von seinen Theaterstudien gebracht. Es ist wirklich schade, dass nur eine kleine Auswahl, weil die Formate die heute nicht kommen, also deswegen sehr schön, freue ich mich sehr. Und jetzt darf ich mich auch bedanken und jetzt Sie zu dem inoffiziellen Teil wieder auf die Terrasse bitten. Kleinen Umtrunk außer Wein, das natürlich ein österreichischer Wein ist, haben wir heute, das möchte ich hier den einen Gast bitten, dass heute, das war ganz spontan, gestern habe ich eine Dame, also die Journalistin von den ORF Rundfunk Landesstudio, getroffen, gesprochen und sie fragte mich, ob ich Bier brauche. Ich habe gesagt, ja, sie kennt jemanden, der das sponsert und hat sie das schnell vermittelt. Und darf ich jetzt den Mann, der uns Bier gestiftet hat, auf die Bühne hier bitten? Er ist da. Sie sind da. Wissen Sie, das ist eine tolle Geschichte, das ist eine Belastung. Einmal, das Bier wurde vereinbart, es war kompliziert, es war ein Fass mit diesem Ding, also das heißt, das passte nicht, das unsere oder geliehene in jedem Fall. Herr Ernst Krawalle ist der Besitzer von dem Böhmischer Prater, Böhmischer Prater, das ist so ganz historischer, und der produziert Bio-Bier. Und hat heute 76. Geburtstag und feiert in seinem Video. Also im Namen von uns allen hier, mit den vier, weil wir gerade einfach anschließend herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, alles Gute, Gesundheit, Nasdrowie und Stola. Polen, wir sind 100 Jahre. Also wirklich. Also demnächst fahren wir dorthin, mal in der nächsten Saison, und vielleicht machen wir was gemeinsam, weil da ist ein quasi Theater auf dem Platz. Also Sie spielen seine Kultur, Kultur. Ich würde auch gerne Kunst einladen. Ja, also auch die Bilder könnte man mal ausstellen. Und ich liebe Polen. Und hat uns ja Wien zweimal gerettet. Das wollen wir bitte sagen, Frau Botschafter. Vielen Dank. Dankeschön und danke für das Bier. Also, hier ist draußen, gratis für euch. Es passt alles zu den Bildern, die Getränke und die Atmosphäre. Herzlichen Dank. Danke. Die